Hallo liebe Häkelfreunde, heute lade ich euch ein, diesen tollen Rollkragenpullover mit mir zu häkeln. Der Winter dauert noch eine ganze Weile, da kann man so einen kuschelig warmen Pullover gut gebrauchen. Die Muster und der Schnitt sind einfach und das Häkeln geht daher rasch von der Hand. Richtwerte zum Verbrauch findet ihr wie immer auf der Materialseite im Anfangsbereich des Videos. Und jetzt wünsche ich euch wie immer viel Freude beim Nacharbeiten. Für diesen Pullover verwende ich ein Baumwollmischgarn von Butinette. Das ist die Wollbut Ebba. Ein Knäuel hat 50 Gramm und 130 Meter Lauflänge. Das ist die Farbe 03 und das ist die Farbe 06. Und ich verwende für die Anschlagskette eine Häkelnadel Nummer 4. Und steige dann auf eine Häkelnadel Nummer 5 um. Ich beginne mit einer Anfangsschlinge und häkle 2 Luftmaschen. Ich drehe die erste um, sodass 2 Fäden oben sind und einer unten. Ich steche ein, hole den Faden durch und ziehe ihn durch eine Masche durch und dann durch die restlichen 2. Ich steche in den Querfaden ein, hole den Faden durch, masche eine Schlaufe ab und dann die restlichen 2. In den Querfaden einstechen, den Faden durchholen, den Faden durch eine Schlaufe ziehen und dann durch die restlichen 2. In den Querfaden einstechen, den Faden durchholen. Wir häkeln sozusagen zuerst die Luftmasche und dann die feste Masche. Wir haben 4 feste Maschen gemacht. Wir häkeln später hier, wo die schönen Maschen sind. Und ich mache für die Größe 40-42 circa 52 cm. Die anderen Größen schreibe ich euch hin und wir brauchen eine ungerade Maschenzahl. Und wenn ihr euer Maß erreicht habt, sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Meine Kette ist jetzt circa 52 cm lang. Bei mir sind das 81 feste Maschen. Die Zahl kann bei euch auch anders sein. Wichtig ist, es ist eine ungerade Anzahl an festen Maschen. Und jetzt kippen wir das Ganze, sodass die schönen Maschen oben sind. Und ich steige jetzt auf eine Häkelnadel Nummer 5 um. Und wir häkeln den Bund mit halbem Stäbchen. Dazu beginne ich mit einer Luftmasche, um in die Höhe zu kommen, und starte gleich im ersten Maschenkopf mit den halben Stäbchen. Ich hole einen Umschlag, steche gleich in die erste Masche ein, hole den Faden durch und masche alle Fäden gemeinsam ab. Das sind halbe Stäbchen. Und ich hole immer den Faden ein bisschen herauf, sodass die halben Stäbchen nicht winzig klein werden. Und ich häkle auf jede feste Masche ein halbes Stäbchen
Und wir müssen immer darauf achten, dass die Maschenzahl unverändert bleibt. Das heißt, ihr müsst wieder auf dieselbe Maschenzahl kommen wie in der Anschlagskette. Und am Ende der Reihe sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich bin am Ende der Reihe angekommen und wie gesagt, zählt am Anfang mit, dass die Maschenzahl unverändert bleibt. Und wir wenden die Arbeit und ich starte immer mit einer Luftmasche und beginne im ersten Maschenkopf mit den halben Stäbchen. Und am Ende der Reihe sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich bin am Ende der Reihe angekommen. Bei der letzten Masche hilft es, wenn man sie ein bisschen nach vorne kippt, dann sieht man den Maschenkopf. Auch diesen ganz letzten dürfen wir nicht vergessen. Und ich häkle weitere Reihen halbe Stäbchen, bis der Bund ca. 10 bis 11 cm hoch ist und ich häkle eine gerade Anzahl an halben Stäbchenreihen und inklusive der Anschlagsreihe häkle ich also eine ungerade Anzahl an Reihen. Und wenn euer Bund das angegebene Maß erreicht hat, sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Mein Bündchen ist ca. 10 bis 11 cm hoch. Wir befinden uns im Moment auf der Vorderseite. Die erkennt ihr hier an der glatteren Anschlagskante. Hinten ist sie weniger glatt und der Anfangsfaden hängt rechts unten. Ich habe mit einer Hinreihe geendet. Und ich wende jetzt die Arbeit und das heißt, wir befinden uns jetzt auf der Rückseite. Und hier nehme ich jetzt die blaue Wolle. Und ich beginne mit drei Luftmaschen. Die zählen als ein Stäbchen. Damit ist der erste Maschenkopf besetzt. Den nächsten lassen wir aus und in den übernächsten häkeln wir zwei Stäbchen in eine Masche. Wir lassen eine Masche aus und häkeln zwei Stäbchen in eine Masche. In jede zweite Masche häkeln wir zwei Stäbchen. Immer eine Masche auslassen und in jede zweite Masche zwei Stäbchen häkeln und am Ende der Reihe sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich bin beinahe mit der Reihe fertig. Am Ende bleiben zwei Maschenköpfe übrig. Einen lassen wir aus und häkeln in den letzten Maschenkopf unser letztes Stäbchen als Begrenzung und wir wenden die Arbeit und die Hinreihe beginnt mit einer Luftmasche und ich häkle in die erste Masche über diesem Stäbchen eine feste Masche, dann zwei Luftmaschen, überspringe diese Zweiergruppe und häkle zwischen die Gruppen in die Lücke eine feste Masche, zwei Luftmaschen und nicht in die Masche häkeln, sondern zwischen die Gruppen in die Lücke hinein, zwei Luftmaschen, eine feste Masche in die Lücke und das machen wir die ganze Reihe so und am Ende der Reihe sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, die Hinreihe endet mit zwei Luftmaschen,
Damit überspringen wir diese letzte Zweiergruppe und dann häkle ich eine feste Masche in die dritte Luftmasche des Ersatzstäbchens. Es ist wichtig, dass es wirklich die oberste Luftmasche ist, damit die Seite nicht zu kurz wird und sich dann mit der Zeit nicht zusammenzieht. Und wir wenden die Arbeit und das war schon das ganze Muster. Ich zeige euch beide Musterreihen ein weiteres Mal. Und zwar mache ich alle zwei Reihen einen Farbwechsel. Ich hole also jetzt wieder die grüne Farbe herauf, den Faden locker mitführen am Rand und einfach die drei Luftmaschen mit der neuen Farbe machen. Diese drei Luftmaschen sind wieder das Randstäbchen und jetzt häkeln wir die zwei Stäbchen immer in diese kleinen Bogen. Also zwei Stäbchen in den Bogen, zum nächsten Bogen springen und wieder in den Bogen zwei Stäbchen häkeln. Die feste Masche lassen wir aus und in jeden Bogen häkeln wir zwei Stäbchen und am Ende der Reihe sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich bin am Ende der Reihe angekommen. Auch in die letzte Lücke häkle ich zwei Stäbchen und ganz wichtig am Ende in die feste Masche das Randstäbchen. Wir haben die Reihe mit einem Stäbchen begonnen, in diesem Fall einem Ersatzstäbchen und auch am Ende der Reihe brauchen wir ein Randstäbchen und wir wenden die Arbeit und die Hinreihe beginnt mit einer Luftmasche und in die allererste Masche eine feste Masche, dann zwei Luftmaschen und in die Lücke zwischen den Gruppen eine feste Masche, zwei Luftmaschen, eine feste Masche in die Lücke. Und am Ende der Reihe sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Die Reihe endet mit zwei Luftmaschen. Damit überspringen wir die letzte Zweiergruppe. Und ganz wichtig, am Ende in die dritte Luftmasche des Ersatzstäbchens eine feste Masche. Und jetzt kommt wieder ein Farbwechsel, so wie ich ihn euch vorhin gezeigt habe. Und diese beiden Mustersätzchen, diese beiden Reihen, werden nun stets wiederholt, immer dieselben zwei Reihen und nach zwei Reihen immer einen Farbwechsel machen, bis das Teil das angegebene Maß erreicht hat. Ich schreibe euch Richtwerte oben hin und wir enden mit einer Stäbchenreihe und wenn ihr soweit gekommen seid, sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich habe die gewünschte Länge erreicht. Ich habe mit einer Stäbchenreihe geendet und ich häkle am Ende eine Luftmasche. Ich lasse ungefähr 3 Meter Faden dran. Den können wir später für die Schulternaht verwenden und dann braucht ihr ein zweites vollkommen identisches Teil und wenn ihr das gemacht habt, sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich habe ein zweites identisches Teil angefertigt und habe die beiden Teile so aufeinander gelegt, dass die schöne Seite innen ist. Bei beiden Teilen, das heißt, beim unteren Teil hängt der Anfangsfaden auf der rechten Seite. Ihr erkennt auch hier an der Anschlagskante, die glattere Seite ist die schöne Seite. Hier, wo ihr solche Quermaschen seht,
ist die Rückseite und beim anderen Teil hängt der Anfangsfaden auf der linken Seite. Und dann schließen wir die Schulternähte und da sehen wir uns gleich wieder. Willkommen zurück. Ich habe folgende Vorbereitungen getroffen. Ich habe den Halsausschnitt eingeteilt. Dazu markiert ihr euch zuerst genau die Mitte des Vorder- und des Rückenteils. Das macht ihr am einfachsten, indem ihr die Gruppen zählt. Die Mitte kann entweder eine Gruppe sein, wenn ihr eine ungerade Anzahl an Gruppen habt. Wenn ihr eine gerade Anzahl an Gruppen habt, ist es eine Lücke. Und das macht ihr bei beiden Teilen. Dann habe ich von der Mitte ungefähr 13 bis 14 cm in beide Richtungen gemessen. Auch hier die Gruppen zählen, dass auf beiden Seiten der Mitte gleich viele Gruppen sind. Und hier habt ihr noch einmal eine Kontrolle. Schließt auf beiden Seiten gleich viele Gruppen für die Schulternaht. Und wir nehmen den Faden, den wir dran gelassen haben. Wir stechen durch beide Teile durch, ganz am Rand in die äußerste Masche. Holen den Faden durch, häkeln eine Luftmasche und häkeln dann Masche für Masche vorne und hinten die beiden Teile zusammen und schaut, dass das genau übereinstimmt, dass Gruppe für Gruppe vorne und hinten zusammenpassen. Und das machen wir auf beiden Seiten, auf der anderen Seite ebenfalls von außen nach innen. Von außen nach innen die Naht schließen. Und wenn ihr das gemacht habt, sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich habe beide Schulternähte geschlossen. Ich befinde mich auf der Innenseite des Pullovers. Ich mache den Kragen in Blau und ich starte bei einer Schulternaht und zwar in der Lücke. Ganz nahe bei der Schulternaht zwischen den Gruppen hole ich den Faden durch, mache einen Knoten hinein. Ich steche noch einmal in diese Lücke ein, hole den Faden durch, häkle drei Luftmaschen, die zählen als erstes Stäbchen und häkle ein weiteres Stäbchen in dieselbe Lücke und springe dann von Lücke zu Lücke und häkle immer zwischen die Gruppen zwei Stäbchen. Das machen wir bis hier herüber, bis zur letzten Lücke. Dann springen wir auf die andere Seite und häkeln einmal rundherum lauter Zweiergruppen in die Lücken und am Ende der Runde sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich bin rundherum gekommen, auch hier einfach über die Naht drüber springen und in die dritte Luftmasche der ersten Gruppe zur Runde schließen. Auf der anderen Seite bin ich auch einfach über die Naht in die nächste Lücke gesprungen. Und wir häkeln eine Kettmasche in das zweite Stäbchen und eine Kettmasche in die Lücke. Und hier können wir wieder mit den Gruppen starten. Wir häkeln drei Luftmaschen. Als Ersatz für das erste Stäbchen ein zweites Stäbchen in die Lücke und springen wieder von Lücke zu Lücke, häkeln immer zwei Stäbchen hinein
Und am Ende der Runde sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich bin wieder rundherum gekommen. Auch in die letzte Lücke habe ich zwei Stäbchen gehäkelt. Und ich zeige euch noch einmal, wie man die Runde schließt. Zuerst häkeln wir eine Kettmasche in die dritte Luftmasche des Ersatzstäbchens, eine weitere Kettmasche ins zweite Stäbchen und noch eine Kettmasche in die Lücke zwischen den Gruppen. Und diese Runde, die wir soeben gemacht haben, wiederholen wir, bis der Kragen die gewünschte Höhe erreicht hat. Ich schreibe euch einen Richtwert oben in die Ecke. Und wenn ihr das gemacht habt, sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich habe den Kragen ca. 15 bis 16 cm hoch gehäkelt und am Ende eine Luftmasche gemacht, den Faden abgeschnitten und durchgezogen. Ich habe den Pullover auf die schöne Seite umgedreht. Der Kragen wird dann so umgestülpt und ich habe in der Zwischenzeit einen Ärmel vorbereitet und auch die Nähte geschlossen. Ich habe den Ärmel in halben Stäbchen gehäkelt, gleich wie den Bund. Und der Ärmel wird von oben nach unten gehäkelt und er wird nach unten hin schmaler. Und wie man das alles macht, zeige ich euch gleich. Willkommen zurück. Ich habe für den Ärmel folgende Vorbereitungen getroffen. Hier ist die Schulternaht. Wir sind auf der schönen Seite. Das erkennt ihr eben hier an der Schulternaht. Und ich habe für die Größe 40-42 auf beide Seiten von der Schulternaht ca. 25 cm hinunter gemessen. Wichtig ist, es müssen auf beiden Seiten gleich viele Streifen bzw. Mustersätze sein und habe auf beiden Seiten eine Markierung gemacht. Und ich starte hier in so einer Zwischenreihe mit festen Maschen. Hier schlinge ich an, mache einen Knoten. Ich steche noch einmal in dieselbe Öffnung ein, hole den Faden durch, häkle eine Luftmasche und in dieselbe Masche ein halbes Stäbchen. Und dann häkle ich um die Randstäbchen jeweils zwei halbe Stäbchen und da, wo die Zwischenreihe ist, wo am Rand eine feste Masche ist, häkle ich ein halbes Stäbchen. Also zwei halbe Stäbchen um die Stäbchen, die am Rand sind, und in dieser Zwischenreihe nur ein halbes Stäbchen. Dann wieder zwei halbe Stäbchen und dann wieder ein halbes Stäbchen. Und ihr müsst darauf achten, dass ihr auf beiden Seiten der Schulternaht genau gleich viele halbe Stäbchen aufnehmt. Und wenn ihr das gemacht habt, sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich habe auf beiden Seiten der Schulternaht gleich viele halbe Stäbchen aufgenommen. Wir wenden die Arbeit und ab jetzt nehmen wir in jeder Reihe eine Masche ab und zwar immer am Ende der Reihe. Der Anfang der Reihe ist immer gleich. Wir starten mit einer Luftmasche und häkeln sofort in die erste Masche das erste halbe Stäbchen.
und ich häkle bis zum Ende der Reihe und dort sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich bin am Ende der Reihe angekommen und wir machen hier eine Abnahme und das machen wir ganz einfach. Wir lassen das letzte halbe Stäbchen einfach unbehäkelt. Das heißt, wir haben jetzt eine Masche weniger als in der Vorreihe. Und was ich noch erwähnen wollte, am besten notiert ihr euch die Maschenzahl, die ihr hier aufgenommen habt, damit der zweite Ärmel gleich wird. Und wir wenden die Arbeit und ich zeige euch die Reihe ein weiteres Mal. Der Anfang der Reihe beginnt immer gleich mit einer Luftmasche und wir häkeln in die allererste Masche ein halbes Stäbchen und wir häkeln wieder bis zum Ende der Reihe und dort sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich bin am Ende der Reihe angekommen und auch hier lasse ich das letzte halbe Stäbchen frei. Wir erhalten pro Reihe eine Masche weniger und zwar einmal auf dieser Seite und einmal auf der anderen Seite. Ich habe den Ärmel ca. 44 cm lang gemacht. Das ist aber nur ein Richtwert. Die tatsächliche Länge, die ihr benötigt, findet ihr am besten durch eine Anprobe heraus. Ich habe die Abnahmen bis ganz hinunter durchgeführt. Ihr müsst schauen, dass euch der Ärmel nicht zu schmal wird. Sollte er euch unten zu schmal werden, könnt ihr das letzte Stück gerade ohne Abnahmen hinunterhäkeln. Und wenn ihr so weit gekommen seid, sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich habe den Ärmel hinuntergehäkelt. Und ich habe die Ärmelnaht und die Seitennaht mit einigen Klammern fixiert. Wichtig ist, dass hier der Übergang genau passt. Ihr müsst genau schauen, wo der Ärmel aufhört und die Seitennaht anfängt. Und ich hole den Faden ganz am Rand durch beide Teile durch. Ich häkle eine Luftmasche und schließe die Naht mit festen Maschen. Ihr müsst schauen, dass ihr nicht zu viele feste Maschen macht, sonst wälzt sich die Naht und wenn ihr zu wenige macht, zieht sich die Naht zusammen. Also hier mit Gefühl arbeiten und schauen, dass die Naht schön flach wird. Und das mache ich, bis wir unter dem Arm ankommen. Und dort sehen wir uns wieder. Kommen zurück, ich bin unter dem Arm angekommen. Bei der Seitennaht haben wir wieder am Rand jeweils eine Stäbchenreihe und eine Reihe mit festen Maschen. Abwechselnd eine Stäbchenreihe, eine feste Masche am Rand. Ich mache um die Stäbchen herum zwei feste Maschen und da wo am Rand eine feste Masche ist, eine feste Masche. Und ihr müsst hier genau schauen, dass die Reihen genau aufeinander passen. Und wenn ihr die Naht geschlossen habt, müsst ihr nur noch den zweiten Ärmel häkeln, die Nähte schließen und dann ist unser Pullover fertig. Liebe Häkelfreunde, ich bedanke mich herzlich fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr habt viel Freude beim Häkeln dieses kuscheligen Pullovers und mein nächstes Video ist schon in Arbeit. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr meinen Kanal abonnieren würdet. Falls ihr mir ein besonderes Dankeschön zukommen lassen wollt, könnt ihr das mit dem Super Thanks Button unter diesem Video tun.
Eure Karin aus dem Ländle.